zu. Auf den Dreh gekommen. Dann gibt es wenigstens noch ein paar Opener. Von neuen, alten Monstern. Weil die kenne ich eigentlich alle bis auf den Hook irgendwas, der ganz oben stand. Ein Modell eines Unterseeboots treibt sogar im Wasser. Ich hab kaum Aussagekraft. Silencia muss ja auch nichts aussagen. Muss einfach nur, wenn jemand sie Kai schreibt, den timeouten oder bannen. Obwohl, das kriege ich ja noch meistens selbst hin. Das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. The wide plains of the desert, a heated battleground. Suddenly a rumbling. A world-shattering sound. Twin horns split the sand below, no longer earthbound. For this is the true ruler of this dry dystopia. Trespassers shall be punished. Protect thy cornucopia. Sein Horn ist hart, aber seine Seele rein. Ob es später auch die andersfarbigen Versionen gibt von den Monstern? Bei dem bist du viel gestorben in World. Ich fand ihn eigentlich ganz angenehm in Monster Hunter World. Also angenehm ist immer das falsche Wort dafür, aber es war jetzt nicht mein Dauersterbegegner. Aber du hast ja erst die normale Version, dann kommt glaube ich irgendwie die Dark-Version. Der halt nochmal ein bisschen gefährlicher ist. Ich bin ja auch ein schlechter Spieler. Das meine ich, der schwarze war halt schwieriger. Ach, das ist er auch. Ich dachte, das wäre ein Rathalos gerade. Aber ich fand den vor allem angenehm, weil du hast ja auf der Wüstenkarte in der Höhle gegen den meistens gekämpft. Und das Areal fand ich halt angenehm zum Kämpfen. Wenn ich jetzt natürlich sterbe, ist das ein ganz tolles Vorzeichen dafür, dass ich gesagt habe, dass der nicht der schwierigste war. Hallo Big Cool, danke für ein Stufe 1 Abo.
Das tut er mir aber doch schon ein bisschen weh. Also wenn man Monster Hunter spielt und denkt, es ist wie Zelda, also beziehungsweise weil man denkt, es wäre wie Zelda, BOTW, muss derjenige wahrscheinlich danach massiv enttäuscht das Spiel zurückgeben. Und wer freut sich alles auf den Monster Hunter Kinofilm? Ich dachte, die Produktion wurde eingestellt, weil die Kritik so massiv war. Amerikanisches Söldnerteam kommt in die Monster Hunter Welt. Hallo Hero. Also ein Monster Hunter wird wirklich, also der wirklich sinngemäß Monster Hunter mäßig wäre, wäre halt schon ganz cool. Aber dieses, ja, wir sind amerikanisches Sondereinsatzkommando und kommen in die Welt von Monster Hunter, weil wir durch den Sandsturm gefahren sind. Boah. Den kann man sich wahrscheinlich nur irgendwann for free angucken, wegen den ganz gut animierten Monstern aus dem CGI. CGI? CGI, sagt man, ne? Ja. Du musst den Monster Hunter Trailer nur sehen. Dann reicht das eigentlich schon, um zu wissen, dass das nichts sein kann. Naja, der kam raus. Aber du kriegst ja nichts mit, was wo rauskommt, weil Kinos ja nicht mehr existieren. Guten Tag, Milas. Abgesehen von Autokinos. Ja, die können jetzt ihre Hochzeit haben. Wenn die nicht alle schon vor Jahren kaputt gegangen worden wären. Mein Gott, Gehirn, arbeite! Der WoW-Film war gut. Also auch wenn man kein WoW-Fan war. Also mein Vater hat ja auch noch nie in seinem Leben WoW gespielt. Ich habe ja mit dem zusammen den WoW-Film geguckt und er fand den auch gut. Deshalb, ich finde es auch, ich finde die Kritiken für den WoW-Film auch nicht sehr gerechtfertigt. Also... weil sie haben sich wirklich auch bemüht, so diesen ganzen Hintergrundwulst da ein bisschen durchzugehen. I'm gonna end
Die Fanboys sind nie zufrieden. Ich glaube, das Problem war einfach, dass die schauspielerische Leistung im Originalenglisch einfach schlecht war. Und die digitalisierten Orks besser waren als die richtigen menschlichen Schauspieler. Meinen Sie, deutsche Synchro hat's gerettet? Nee, weiß ich nicht. Damals war ja, glaube ich, zum WoW-Release auch so ein bisschen die Geschichte, zum einen, dass er im asiatischen Markt nicht eingeschlagen ist und dass halt wohl die schauspielerische Leistung nicht so gut war. Also nicht so gut bewertet wurden. Ich kann mich noch an Kritiken erinnern, wo es irgendwie war mit, wenn das Menschlichste in deinem Film ein CGI-animierter Ork ist. Hallo Nelko. Mr. T hat gefehlt. Du meinst ein, Irokesen-Nachtelf. Ach, da ist ein Tigrex. Nachtelf-Irokese. Komm, bevor der T-Rex... Ah, ne, der ist schon weg. Ach, du komm... Das war zu der Zeit, dass ich WoW noch Werbung leisten können. Kommst du wieder mit? I'm going after it. Junge! Wenig, weil er sich gesehen hat im Monster Hunter Film. Wie waren die Orks so? Ich hatte das Gefühl, es könnte Probleme geben, wenn man echte Orks nimmt. Naja, echte Orks kriegst du halt heutzutage nicht mehr. Die haben wir alle abgeschlachtet in der dunklen Zeit, im dunklen Zeitalter. Deshalb haben wir das auch vergessen. Deshalb heißt es ja auch dunkles Mittelalter. Weil wir alle anderen Völker zerstört haben auf der Erde. Und da hat die Kirche das vertuscht die letzten 500 Jahre.
Du erlegst Quests schneller als die Noah eine Schachtel Dango. Mehr Kamura-Scheine. Come back anytime. What is it? Fertig. Dann nur noch die Beine habe ich auf maximal erstmal. Puff, das ist eine gute Idee, daraus mache ich eine Religion. Viel Glück. Vergess nicht, den Namen von mir irgendwo einzubetten, bitte. Du könntest mal Fruit Ninja oder sowas spielen. Will ständig den Grill anwerfen, wenn ich dir hier zuschaue. Fruit Ninja, gibt's das noch? Das war auch früher so ein typisches Handyspiel. Also Groß Harak scheint ja ein Eiswesen zu sein. Ich kenne ihn jetzt glaube ich nicht. Mir sagt der Titel nichts. Also der Name von dem Monster. Groß Harak. Weil ich übrigens dafür interessiert, was wir heute Abend spielen. Wir werden heute Abend zuerst in Startopia die letzte Mission spielen. Also ich glaube jedenfalls, es ist die letzte Mission. Dann werden wir wahrscheinlich noch Stronghold spielen. Ah ne, wir werden erst... Ah, Moment, wir werden erst was anderes spielen. Wir werden zuerst ein Angespielt machen von etwas. Beast is on its way from the snowy depths. It comes to find its prey with its chilling breath. It forms a blade of ice. Then it goes out hunting for something to excise. One wrong step, and it's too late. The beast hears all, returns irate. Let's make this kenn ich nicht. Weil ich kenn Katko das Ding, aber aus Monster Hunter World kenn ich den nicht. Wollen die mit den Untertiteln reimen? Ich denke mal, es ist dem angelehnt, dass es eigentlich Haikus sein sollen. Wahrscheinlich funktionieren die nur im Japanischen. Bei allen Monstern bis jetzt auch. Was ist los, Balthasar? Ist noch nicht so weit. Kein Abendbrotzeit. Ja gut, dass die Übersetzungen nicht so wichtig sind bei Monster Hunter. Sieht so ein bisschen aus wie ein Waldschrat.
Ja, es gibt in dem Teil auch eine Monster Hunter Sprache. Kannst du einstellen in den Einstellungen. Dann sprechen die nicht mehr Englisch. Was schneidest du dem jetzt ab? Der hat keinen Schwanz. Manche Monster haben halt keinen Schwanz. Du kannst dir nichts abschneiden, sondern nur Teile brechen. Noch einmal schlafen, dann können wir endlich Outriders auch spielen. Auf dem PC aber erst ab 18 Uhr. Und er wird rot, wenn der wütend ist. Und er hat einen super Eisstrahl. Und ein Eisschwert macht er sich. Und der Goss Harak ist übrigens ganz neu. Ah, sehr schön. PC leider erst ab 18 Uhr. Konsolen dürfen schon ab 0 Uhr anfangen. So hätte ich mich einen Nachtstream gemacht dafür. Aber so. Also ich finde, das ist entweder Waldschrat oder ein Bigfoot. Aber ein Bigfoot könnte ich mir auch so vorstellen. Bist du um 20 Uhr live? Meinst du jetzt morgen oder heute für Outriders? Oder meinst du generell heute? Also ich bin heute um 20 Uhr live. Und morgen werden wir auch ab 19 Uhr circa streamen. Aber ich werde erst um 19 Uhr werden wir gemeinsam kochen. Und danach werde ich mit Serena Outriders anfangen zu spielen. Und heute werden wir ab 19 Uhr direkt spielen, weil ich noch, wie gesagt, so viele Reste von gestern habe. Die mich jetzt gleich aufwärmen werde, weil es ist nur ein kurzer Mittagsstream. Also entweder fällt Dreck von ihm ab oder er köttelt. Aber ich glaube, im Monster Hunter haben die Monster noch nie beschissen. Also man findet zwar Scheiße von denen, aber ich glaube nicht, dass die wirklich eine Animation dafür haben. Boah, sieht doch so traurig aus, über den man ins Gesicht guckt. Er wurde bestimmt von seiner Frau auf die Straße gesetzt. Erlöse ihn, weil mein Gehirn ein Gesicht in seinem Gesicht sieht. Mal drin denken, meine Objektkiste zu verändern. Damit ich Sprengfässer mitnehme. Und wütend. Eine Doppeleiskralle. Ich
Krallen zerstört. Ja, ich weiß, ich muss schleifen. Alles eh erschöpft. Kotzt es? Weil ist das die Kack-Animation, die ich gesucht habe? Er schwitzt und kackt. Ach, er kämpft gegen den Tigrex. Toll, die Falle triggert nicht, wenn Vivan reiten ist. Oh, ich fass es nicht, ey. Heute verschwende ich die Fallen wirklich permanent. Na gut, dann hast du mich halt gesehen. Und du rennst direkt wieder weg, oder was? Du. Latte. I'll be here if you need me. Meine Schockfallen sind alle.
kindly. Happy hunting. Ich kann bestimmt auch selbst Fassbomben herstellen, oder? Aus Schießpulver und großes Fass. Das sollte ich nächstes Mal machen. Das ist etwas günstiger. Warum nehme ich das mit? Weil, wenn das Monster dann sich schlafen legt oder sonst irgendwas, kann ich mit der Fassbombe noch gezielt irgendein Körperteil von dem brechen. Und auch mehr Schaden verursachen. Jetzt muss ich es nur noch hinkriegen, dass ich auch noch die, die Buff-Sachen crafte. Wieso nutzt du keinen Greenscreen mehr, damit ich im Hintergrund tanzen kann? Denn jetzt kommt ja auch eine Strip-Stange unten hinten hin, damit ich ordentlich einen abfeiern kann. Ich fand den Raum bei Monster Hunter World schöner. Da kommt man mehr einrichten und dann auch Tiere fangen und die da reinsetzen. Das war einfach schöner. Aber machen wir hier wieder den Folgenbreak. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn's Monster Hunter heißt. Rise. Nicht Reis.